Und damit hallo und servus, liebe Leute, willkommen jetzt wieder zurück zu Let's Platin The Search 2 im zweiten Stream. Ja, schau mal, was wir heute hinkriegen. Unter anderem Johnny, der muss auf jeden Fall down. Na, so. So steht fest und der Rest sehen wir dann. Ja, Spiel fortsetzen. Jupp. So, da ist der Ratio. Ja, heute ein Titel später, weil Real Life und Schnee und sowas. Na, nochmal kurz geschippt. Ging dann doch länger. Aber ja, gut. So. Mal gucken, was wir jetzt hier dann heute hinkriegen. Weil, wie gesagt, also Johnny muss auf jeden Fall down. Jo. Ja, komm. Gut. Servus, Fisch. So, ach genau, die Twitch-Symbole habe ich mal wieder umgeändert. Ja, zu den Trophäen. So, wie man sie kannte. Oh, ich glaube, der Weg war es ja hier, ne? Ja. Yep. Echt jetzt? Oh. Komm ich da nicht rein? Glaubst du es auch? So. Na dann, Johnny. Mein Freund. Oh, zapft es! Target. So. Das fängt schon gut an, ja. Das fängt schon gut an. Genauso nicht. Weiter geht die wilde Fahrt. Wollte ich gerade sagen, scheiße, jetzt kann ich mal ausweichen. ja, das habe ich zumindest hier noch hingekriegt. Na, gerade eben auf die Schnelle. So. Hä? Ah, jetzt, was ich vergessen habe. Ja. Dann geht beide über die Holger. Na? Erstmal wieder warm werden hier. Weil es ja doch ein Unterschied ist zu Metal Gear. Na? Ja, den ersten Teil lohnt sich auch. Sind beide nicht verkehrt. Nur der erste, wie ich jetzt gelesen hatte, ist so ein Tickel komplexer auf Platin, sag ich jetzt mal. Weil, aua. Weil du halt da hier, servus KDA-Fan. Ja, weil du ja da hier diese Questlines hast. Mein Gott. Leute, den Arm jetzt wieder drin. So. Los, Printo. Nee, 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 nee. Eieieiei. Schnoddermüll wieder. Ich sehe noch nicht mehr, wo ich bin. Ah, da. Ja, da wollte irgendwie die Kamera nicht mehr. Ja, einiges. Wie so aus der zweite Stream, ne? Also so schnell geht es jetzt auch nicht, Platin. Ja, man sieht es ja. Little Johnny als Boss. Oh.
Ja, deswegen steht Stream 02 im Titel. Aua. Weil wir ja alle Trophäen in einem Durchgang holen. Also, zwei Durchgänge mache ich keine. Aua. So ist zumindest der Plan. In der Hoffnung natürlich, dass ich auch keine vergesse. Oder verpasse. So rum. Mai. Na komm, scheiß drauf. So. Ja, danke, Katja. Das hören wir doch immer wieder gerne. Mann. Im Ernst? Mach doch mal nochmal deine komische Seuche. Deine Seuche. Mann. So eine Kacke. Das war jetzt gerade für eine rote Eier, das ist richtig scheiße. Bus? Ach, komm. Na komm jetzt, spuck mal eine Runde. Na, scheiße. Ah, dieser dämliche Schwanzfeger da. Ja, gerne doch, Katja, ne? Gerne, gerne, gerne. Und meine Gesetze und die ganzen hier Trophies. Was? Drecks Portal? Wie baue ich dieses Portal oder was? Namen Zero. Au. Oh. Das fängt ja schon mal super an, ja. Kriegst gleich hier das Ding da in die Fresse, ja. Ach so, Diablo 3. Nee. So. Scheiß Kackvieh. Ah. Jo, das werden ja immer mehr Stoffe dazugelassen, ne? Also sollte es ja wohl bald irgendwann mal möglich sein, dass man schneller jemand impft. Oder alle impft, wie auch immer. Oh. That fail. So eine Miste. Ich schon. Sobald es ready wäre, für alle, auf jeden Fall. Weil sonst hast du eh wieder nur Einschränkungen, dass du dies und das nicht machen darfst, ohne Impfpass oder ohne geimpft zu sein. Das wird auf jeden Fall so kommen. Zumindest am Anfang. Ach Mensch. Ja, ich ja.
Au. Boah. Ich hätte schon gedacht, das ist ein Matsch wieder hier. Oh, jetzt wurde weg. Mann. Das soll das Giftzeug da machen, das Grüne. Scheiße. Die Musik dazu ist richtig geil. Dong, dong, ding, dong, ding, dong. Na, 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 Kollege, ach komm. Dieser Dreckshinterfuß hier. So. Nice. See ya, bitch. Oh. Little Johnny's Zange. Little Johnny. Es ist aus, oder? Du hast Little Johnny für alle Mal erledigt. Eine Schande, wow. Dass das so kommen müsste, aber so. Dann noch wieder aufschreiben hier. Wir treffen uns am Tor zum Hafen. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Am Tor zum Hafen? Ah! EMP 44 Starfish. Ah ja. Automatische Drohne, okay, passt. Nice. Kann man nicht die Türen öffnen. Ach so. Da wo bin ich gerade Lesfisch. Und zwar werde ich ja morgen mal noch. Da kriege ich auf jeden Fall hin, weil ich arbeite ja nur hier. Nee. Das ist sowas von nicht open world. Das ist schlauchartig. Genau, also morgen werde ich dann hier ein paar Kanalpunkte-Dingensbums aktivieren, ne, wo ihr dann eintauschen könnt. Unter anderem dann gerade sowas wie hier ein Spiel nach Wahl, ne? Vorgeschlagen, by the way, vom Holger. Der hat sich mal Gedanken gemacht, was ich nehmen könnte. Genau, dass ihr dann, wenn ihr das einlöst, könnt ihr mir sagen, welches Spiel ich spielen soll. Ne? Und das wird dann klar durchgezogen auf Platin. Ne? Ah, okay, dann machen wir das Ding ja auf Ladezeit. Auch noch auf. Oh. Einmal Implantat, sehr schön.
Ja. Also klar, wenn ihr mich dann ärgern oder so wollt, dann könnt ihr genau sowas nehmen zum Beispiel. Aber gibt's dann natürlich auch nicht nur für was ich 2000 Kanalpunkte, sondern da brauche ich schon einen Tickel mehr, ne? So jetzt als Beispiel, aber dann, ja. Das ist eigentlich dann hier mehr in so einem kleinen Infovideochen, wo ich dann dazu mache. Alien Isolation Fish? Mutter, ich hab hier das Sagen und ich weiß, was ich tue. Little Johnny! Okay. Mal vertrauen und mir das hier überlassen. Ah ja. Die Eindringlinge sind besiegt, also. Ja, sowas gerne, ne? Zum Beispiel. Wir müssen uns wieder vereinen. Du bist kein Drogenbaron, sondern mein Sohn. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Athena. Gutenberg. Gutenberg? Ich glaube, es ist ein Lagerhaus. Bitte holt mich hier raus. Ich habe Angst. Hier spricht AID Response. Wir haben deinen Standort ermittelt. Halte durch, Athena. Wir sind bald bei dir. Schade. Ah, jetzt bin ich hier. Warte mal, was passiert, wenn ich das hier gegen den einsetze? Ah, okay, kriegt da einen geschossen. Ja. Hä? Wusch. Little Johnny, dann haben wir gegeben, nach wie vor nicht runter, ja, oder? Ja, wenn euch noch was einfällt, was ihr zum Beispiel mit Kanalpunkten gerade machen könnt, ihr nach wie vor, ne? Einfach nur wieder her damit. Wache, mit den Vorschlägen. Wache! Wo ist meine süße, knusprige April? Keine Spur von ihr, Sir. Sie scheint aus ihrer so herrlichen Junggesellenbude geflüchtet zu sein. Aber warte mal, einmal können wir noch einen. Hab ich sie denn nicht mit allem überhäuft, was sie braucht? Ich hab ihr sogar eine Kiste Chardonnay überlassen. Sie ist wirklich streng gläubig, Sir. Nicht immer von ihrem Glauben. Ich vermute, sie hat sie zur Kathedrale gemacht. Sorgt dafür, dass sie da nicht ankommt. Niemand darf jemals was erfahren von meinen kleinen Geheimnissen. So, das Skript zerlegen hier. Oh, echt jetzt, Alter. Ich meine, das Gute ist ja, ihr müsst ja nicht jede annehmen, ne? Ich kann auch dann auf Ablehnen klicken, dann kriegt ihr die Punkte wieder gut geschrieben, zum Beispiel, ne? Das würde ja auch gehen, aber aber generell ja gerade bei sowas, ich habe eigentlich nur, stand jetzt eigentlich nur 3 Games, wo ich sagen würde, die auf keinen Fall. Und 3 ist ja wohl bei der ganzen Menge hier nichts, ne? Weil das bringt dann auch nichts, ne? Wenn es dann überhaupt gar keinen Fun macht. Na, gerade zum Beispiel sowas wie Iceborne, das ist ja, ne, also das... Das muss ja echt nicht sein. Ich kann nicht upgraden von meinem Gear. Zäh. Schweinerei. Na dann, oh, geh nicht. So, auf jeden Fall. Jetzt haben wir 2 da, 2 da. So. Schon gar nicht, Mama. Keine Sorge. Die kommt nicht weit. Nice. Naja. Also gerade Trackmania Turbo, weil das ganz vergessen ist, das werde ich packen, dafür bin ich mittlerweile, glaube ich, zu alt oder irgendwie so ein Scheiß. Na, das ist auf jeden Fall eins davon. Skyforge. So. Ne, der 2 ist Anfahrer. Zumindest jetzt bisher so gefühlt, würde ich mal meinen, der 2 ist Anfahrer. Ah. Oh, nice. Die Baby hat eine Injektion. Oh, warte mal. Achso, habe ich jetzt eigentlich das immer noch nicht? Habe ich den Schaden? Ne, Mist. Wieso habe ich das noch nicht? Dass ich mir Scrap sammle? Na gut, ich habe ja immer die Ausrüstung dafür an. Ja, keine Ahnung, ich habe es mal so Pi mal da ausgerechnet. Man kriegt ja hier 220. Hä? Ich habe mir deine ganze Performance angesehen.
Jetzt lass mich dir zeigen, wie dankbar ich dir bin. Ja, 22 Kanalpunkte kriegst du ja pro Stunde. Das wäre in meinem Fall in circa einer Woche. Oder Quatsch, im Monat dann hochgerechnet, hier was ich stream. Roundabout so knapp 25.000. Plus halt je nachdem, welche Aktion man macht, wenn man dauernd hier cheert, zum Beispiel dann mit den Bits. Dann kriegen wir halt nochmal Zusatzpunkte, wenn man sie dann abholt. Ah. Ja. Aber ansonsten hier. Ja, guck mal, 25.000 pro Monat. Und das ist sowas dann gerade zum Beispiel eher, was ich, keine Ahnung, das Spiel nach Wahl. Keine Ahnung. Gerade so bei 30.000, 40.000 sowas um den Dreh hätte ich wahrscheinlich eher gedacht. Muss ich den jetzt echt besiegen? Ja, ne? Ach, scheiß drauf. Na dann. Hä? Oh, reden. Das hast du wirklich gut gemacht. Sag ja. Jetzt steht mir niemand mehr im Weg. Ich kann endlich tun, was ich will. Ist schon verrückt, oder? Niemand könnte je akzeptieren, dass ich meinen Bruder töte. Aber wenn ich seinen Mörder töten würde, wäre ich ein Held. Zu schade, dass du aus deiner fatalen Fehleinschätzung nichts mehr wirst lernen können. Genau, weil ist ja tatsächlich so, ja, weil ihr könnt ja auch ein Spiel aussuchen, sag ich mal, was ich kaufen müsste, was ich noch gar nicht hab, ne? Ja, ist ja auch jetzt die Frage. Ne, nicht das, Kanalpunkte, Fisch. Das, was unten unter der, unter dem Chat steht. Diese blaue, so ein blaues Icon müsste das sein. Oh shit. Ja genau, das sind Kanalpunkte. Die kann man ja einlösen, ne? Ja, die Spiele des Monats habe ich geholt, ja. Also Just Cause und so. Alle vier habe ich ja eher auf Disc, von dem her. War es ja hier Tomb Raider, Say, Platin. Was ist das andere nochmal? Ich glaube PS5, Man Eater oder so, glaube ich, war es, ne? Geht ja noch nicht. Aber Man Eater, PS4 habe ich ja Platin, von dem her. Okay, das soll ich also machen. Das CMP, die gefällt mir. Du steckst viel zu tief in der Sache mit. Ich kann nicht zulassen. Hä? Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Ei, 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 ei. Ach, Greedfall, ja klar, ja. Oh, das ist auch relativ uninteressant, weil ich habe jetzt PS Now. Nein, das ist ja auch dabei. Also, ja. Zumindest hat ja stand jetzt gerade hier Research 2 ist ja auch PS Now, ne? Die Testversion. Also die 7 Tage da kostenlos, bla bla. Na. No. Ja, halt. Pro Stunde Zuschauer gibt es ja 22. Ja. Da kann man ja alle 15 Minuten mal so Bonuspunkte abholen. Wie ich es gelesen habe. Müsste auch dann irgendwo unten im Chat stehen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht.
Ah, ich kann das hier mit der Taste nochmal auf 3 sogar sofort auslösen. Ah, okay. Also das kann man so ohne ja. Nice. Batsch. Arm ab, du Wichser. Entschuldigung. Wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Sie ist unsere beste Chance, eine Heilung zu finden. Ihr geht nirgendwo hin. Sperrt und Leute. Oh nice, so, das war nur die Loot, die einsammeln von den Fuzzis hier. So, safen. Regenerator entladen. Okay. Ah, da ist noch was. Ja, genau, ja. Na, also ich war sowas wie, keine Ahnung, ja, da drei aufgeschlagen gehabt, hier so fixe Platins, ne? Also fixe Platin-Stream-Tag in dem Fall. Dass die dann halt wieder mal machen soll. Wo ich dann wieder einen Tag, was ich, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt heute oder so, anstatt dass hier dann nur fixe Platins gemacht hätte. Als Beispiel. Aber nicht meine Trophy. So, dass wir da nochmal eine Sidequest abgeben. Die mit ihrer Schulden zum Beispiel, weil den Fuzzi habe ich ja gekillt. Ja, das ist derzeit noch schwierig. Habe ich schon mal hier angefragt, ne? Wie das aussehen würde. Weil es hier gerade, ja, Frau, zwei Jobs, Kinder zu Hause, in der Schule ist nicht und so. Ist ja gerade derzeit so ein bisschen blöd, wenn er auch sagen würde, ja, pass auf, ne? Ich mache 10 Stunden Stream und lege mich danach hin, aber zu mir was anderes husten. Was ist passiert? Dann hat er also doch versucht, sie nach Strich und Faden auszunehmen, was? Leider wundert mich das nicht im Geringsten. Das passt. Also passte. Perfekt zu seinem Geschäftsmodell. Geschieht ihm recht. Das hat er davon, eine gesetzestreue Seniorin über den Tisch zu ziehen. Gerne. Und mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Ja, kommt aber noch. Na, das habe ich schon noch auf dem Schirm, das Zeug.
Was ist denn das so teuer? Aber ich glaube, da warte ich immer noch ab hier mit denen. Dem Schema. Weiß ich auch gerade gar nicht. Bei das ID Nightfall habe ich nämlich irgendwas. Der Kopf, Beine, Arm. Sag mal, was habe ich denn da? Achso, muss ich zur Station, sonst sehe ich das gar nicht. Nee. Während sich der Energiebalken leert, regeneriert sich die Gesundheit. Hm. Wäre auf Dauer auch eine Überlegung wert. Ja, muss ich erstmal kurz gucken, ja. Ja, guck ich jetzt dann immer raus. Sieh an, wenn das nicht unser Neuzugang ist. Hab gehört, du hast diese Predigerbrüder kalt gemacht. Du hast dir im Handumdrehen jede Menge Feinde nicht schlecht gemacht. Also sage ich das nur einmal. Wir Jäger stehen nicht auf Konkurrenz. Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Wir kümmern uns um die Monsterjagd bei Gideon's Rock. Wenn du in unser Revier eindringst, bist du auf dich alleine gestellt. Oho. Meine Leute sind ein zusammengewürfelter Haufen von Söldnern aus ganz Jericho. Ich bin diejenige, die... Nur ein Spätzle, jetzt habe ich es gelesen, oh Mann. Wir haben den Auftrag, einen verrückten Mutanten bei Gideon's Rock zur Strecke zu bringen. Und das machen wir auch. Ohne Fragen zu stellen. An deiner Stelle würde ich lieber keinem Jäger da draußen dumm kommen. Mich eingeschlossen. Alles klar? Alles klar. Als ob du davon noch nicht gehört hättest. Alle reden über diese verdammte Kreatur. Kill ich. Irgend so ein Naniten-Mutant macht Jericho unsicher. Der hat einen halben Knast abgerissen und in Downtown jede Menge Leute abgeschlachtet. Mach ich nicht. Jetzt hat sich das Ding nach Gideon's Rock verzogen. Und ein reicher, alter Kerl hat eine Prämie für das Hirn der Kreatur ausgesetzt. Die werden wir uns holen. Das könnte unser Ticket hier raus sein. Niemand wird uns in die Quere kommen. Nicht die Hüter des Funkens, nicht das AID. Und bestimmt nicht du. Oh doch. Ich gehe dir aus dem Weg, sobald du mir aus den Augen gehst. Wenn du mir bis nach Gideon's Rock folgst, kannst du dich auf was gefasst machen. Ich kann keine blutigen Anfänger brauchen, die mir die Jagd versauen. Ja, ja. Die hat eine große Fresse. So genau, da ist ja das hier, ID Nightfall. Ne, da warte ich auch mal nur ab. Nicht, dass ich das andere Zeug auch noch irgendwo herkriege. Kann ich mir den Scrap sparen. So. Also einmal noch fix da hoch. Geht hier jetzt noch irgendwas? Ah. Hört mir gut zu, meine Jünger. Ein Eindringling. Bist du verrückt geworden? Ups. Bruder Eli wird sich deinen Kopf auf einem Silbertablett bringen lassen, wenn du versuchst, in seine Kapelle einzubrechen. Aber kein Problem, wir machen. Ich habe ihn umgebracht. Ich breche dir das Genick, wenn du so etwas frech bist. Zurück. Du solltest das auch tun. Unter der Stadt gibt es ein ganzes Netzwerk von Tunneln, in denen man sich verstecken kann. Aha. Nö, meine ich. Sind wir fix hier da? Da ist er. Willkommen zurück, Killer. Killer. Zwei der berüchtigsten Anführer in ganz Jericho auf dem Gewissen. An deiner Stelle würde ich mich mit meinem Notar in Verbindung setzen. Also, wie wär's? Hast du Informationen für mich? Du hast mehr als 20 Audiologs gesammelt. Du hast Belohnungsstufe 2 erreicht. Hey! Ganz schön hartnäckig. Viel Spaß beim Anhören. Geht aufs Haus. Leb wohl. Ich werde meine Akte über dich aktualisieren.
Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das anhören muss, wie gesagt, aber ich war's einfach mal. Nur eine überlegen. Ich fühle einen Puls. Die Katerinfektion sprengt jeden Rahmen. Pass auf! Wird dich umbringen! Achso, hier komme ich. Doch. Du bist jetzt in Sicherheit. Wo bin ich? Nicht reden. Du musst dich ausruhen. Wir bringen dich an einen sicheren Ort. Feind im Anmarsch. Nimm das mit. Wir müssen weg. Alle. Ich hab nichts gemacht, okay? Ich war nie ein Freund von Bruder Eli oder den Hütern des Funkens. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Sir. Ich weiß, was du Eli angetan hast. Alle werden davon erfahren. Bastard. Oh. Der ist ja hier, ne? Schon bald werde ich ein neues Zeitalter der Harmonie von Mensch und Maschine einläuten. Ein neues Zeitalter. Achso, aber kurz der da. Ein neuer Morgen. Zu schade, das mit dem lieben Jonathan. Aber man... Was geht? Alle wissen von deinem kleinen Abstecher zu Terminal Z. Du hast nicht zufällig was von, weißt du, April gehört, als du da warst? Moment mal, sie hat was gemacht? Leck mich! Wie konnte die sich so eine Scheiße einbrocken? Alles nur, weil dieser Fettsack sich an meine Lady ranmachen wollte. Den werde ich, weißt du, mal so richtig einen einschenken. Hilfe ist unterwegs, April. Hab nur Geduld. Zeit zu gehen. Was du anfasst, musst du auch kaufen. Heute Drohnenschaden in der Nähe des Ziels kostet 1000. Die können wir mal holen. Das ist 10.000. Achso, stimmt, aber hier Textscrap dafür. Bei dem hier. Da fehlt die Text. Warte mal. Wo ist deine Aktion? Ja, Molotov-Cocktail habe ich. Ja, Molotov habe ich. Ich muss bald mal weg, um April zu retten. Was du anfasst? Oh, dann haben wir einfach den da noch. Ach, Drohnenverbrauchsgegenstand. Naja. So. Das ist ja nur der Verbrauchsgegenstand. So, und nochmal jetzt das hier. Mörder. Mein Liebling. Gerne. Jo, das wäre das, wo ich sagen würde, ja, meine, zur Not zieh ich es halt durch. Stimmt, jetzt brauche ich nur Textcrap, sehe ich gerade. Ach komm, ist was. Bein, also gesagt, Arm habe ich. Booster. Da gibt es nämlich auch eine Trophy dafür, wenn man hier X Dinge hat. Komplette Sets. Nicht. Warte mal, jetzt habe ich ja gesehen, oben geht es auch noch raus. Ah, kann ich jetzt mit denen noch anlabern? Ne. Hä? Komm, lass jetzt her. Hä? Ich wollte dir nur sagen, dass bei mir alles okay ist. Ich habe jemand anderen kennengelernt. So läuft das halt. Bitte vergiss mich und leb dein Leben weiter. Ja. Klassisch, kennt man ja aus dem Real Life. So, da wollte ich mal noch raus.
Was tausche Last Hope Win 600 Stunden bis Platin? Alter, okay. Gut, also sagen wir, das sollte auch im Rahmen des Streams bleiben, ne? Weil 600 Stunden wäre ja schon krass. Ich meine, klar, die ganzen Vorschläge werden wir natürlich angucken, ne? Und dann, wenn da gerade sowas dabei wäre, was zum Beispiel, was ich keine Ahnung, entweder gar nicht machbar ist, tja, wie zum Beispiel gerade stand jetzt zum Beispiel Skyforge, außer derjenige zum Beispiel hätte gerade so eine Skyforge-Gilde, die mich durch diese Invasionsbosse, also die D4-Dungeons, durchziehen könnte. Ja, dann wiederum kann man sagen, okay, dann geht auch Skyforge wieder, zum Beispiel. Jo. Aber es soll natürlich ganz klar machbar sein. Ne? Das, aua! Sniper oder was? Ach, da oben der Geschützturm. Ja. Okay. Nee, Molotow nicht. Wow. Läuft. Bing. Scheiße. Nee, Banner. Ach komm. Scheißding. Oh, soweit ich weiß, bleiben die down. Muss ich gerade überlegen, ja, wo das nochmal war, ja, mit diesen ganzen Türen, die ja verschlossen waren. Da mit diesem EMP-Gedönsel. Nein! Okay. Oh, jetzt bin ich hier wieder. Tendenziell war hier, ja. Hey Partner, erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns unten vor dem Knast getroffen. Du bist ja gerade stattgesprengt. Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Für Interesse findest du mich unter der Brücke beim Kanal. Ich warte da. Unter der Brücke beim Kanal? Aha. Verdammte AID-Schergen sagen, ich hab den Virus. Ach so. So leicht ist das nicht. Das ganze Zeug, warte mal, unter der Brücke beim Kanal. Das war ja hier.
Na? Geht auch. Ja, kriegst du nur Schaden. Ach genau, wir können jetzt mal die Trophy probieren. Genau die. Ah, sehr schön. Link. Ah, danke, danke, danke. So, hier ist er nicht. Und meint er da hinten. Also die Gegner. Hm. Nein, na toll. Nicht. Hey. Was auch nicht, da steht auch nicht. Ah. Was on the road? Echt? Neuer Bereich, nee. Noch nicht. Kurz hier mal gucken. Exokondensator. Und der da noch. Warren, Warren, Warren. Warum machst du es mir so schwer? Tue ich das denn nicht? Ach, komm schon. Verrückte KIs, finstere Geheimprojekte, Cowboy-Versuchskammern. Soll ich dir diesen Schwachsinn wirklich auch nur ansatzweise abkaufen? Glaub doch, was du willst, Idiot. Ach, das tue ich doch, Warren. Tue ich wirklich. Zum Beispiel glaube ich gerade, dass du mit höllischen Schmerzen Bekanntschaft machen wirst, sobald ich dieses Knöpfchen unter meinen Tisch drücke. Du Schwein, das wirst du noch bereuen. Du willst einem Gesetzeshüter drohen, ja? Seit dieser Sache damals mit Creo hat es eine Menge Geheimnisse für dich behalten. Haha, nice. Schockschwere Not. No. Wenn natürlich viele Prügel da kommen. Servus, Lara. Und danke. Scheiß schwere Rüstung, ja.
Ah, das ist AID. Ne, das lassen wir so noch. Das lassen wir so noch. Da gehen wir lieber hier da in den Untergrund. Schauen wir mal. Höp. So, achso, wo ihr gerade eine schockschwere Not aufschaut. Achso, was war das überhaupt? Jetzt sagte mir das spontan nichts. Ach, hier. Ach, oh, wieder was vergessen. Und der Akku vergessen? Scheiße. Läuft heute. Ah, naja, Johnny ist aber nicht so schnell down gewesen. Okay, wow. Und das ist sogar selten. So. Weiter im Text. Na, gehen wir mal in den Untergrund, ne? Schauen wir mal. Auf jeden Fall irgendwas mit dem Fremden da, den muss ich auf jeden Fall nochmal erwischen. Ich glaube nur ein, zwei Mal oder so, ist ja die einzige Questline in dem Sinne. Ja, die verpassbar wäre unter Umständen. Auf jeden Fall im Gegensatz zum Einser sind es keine drei, ne vier sogar, vier Questlines, sondern nur eine. Ja, macht es natürlich einfacher. Kann ich auch. Oh. Alter, aber natürlich jetzt hier PC mit der SSD-Ladezeit, weil ich so schneller, ne? Wie das jetzt. Ist ja gar nichts, was mein Licht an hier. Da ist er ja wieder. Mal von Beck Cerberus gehört? Das ist genauso hart im Leben. Und das ist ein ziemliches Kompliment. Wie ich sehe, hast du neue Ausrüstung. Keins meiner Lieblingssets, aber dennoch beeindruckend. Alter, ich weiß ja nicht, was du da draußen angestellt hast. Du hast mehr Leute in den Wahnsinn getrieben, als ein PEX-Roboter je könnte. Wenn du so gut darin bist, neue Ausrüstung zu finden, dann könnten wir beide ja zusammenarbeiten. Das glaubst du mir nie. Gleich an meinem ersten Arbeitstag bei Creo Industries ist ein gigantischer Energiestoß durch deren gesamte Anlage geschossen. Ich habe Tage damit zugebracht, gegen meine verrückt gewordenen Kollegen zu kämpfen, bis ich es schließlich aus der Anlage rausgeschafft habe. Und wofür? Ich war gerade erst in Jericho City angekommen. Da wurde die Stadt auch schon von dieser verdammten Mauer abgeriegelt. Dumm gelaufen, im Doppelpack. Dem habe ich nichts als Ärger am Hals. Ich bin der perfekte Sündenbock. Diesmal werde ich rauskommen, so viel steht fest. Aber zuerst decke ich deren falsches Spiel hier auf. Wir müssen raus aus dieser verfluchten Stadt. Die ganze Sache von wegen Quarantäne stinkt doch zum Himmel. Quarantäne. Der Weg, was Jericho City herausführt, ist, die Wahrheit aufzudecken. Aber die bei AID wissen schon, dass ich hier bin. Die werden mich finden, wenn ich mich zu weit vorwage. Also bleibe ich lieber hier im Untergrund. Ich brauche eine Tarnung. Ein Rüstungsset von AID würde es mir erlauben, mich an denen vorbeizuschleichen. Vielleicht komme ich ja in deren Kommandozentrale. Ah. Sehr gut. Diese Typen sind mehr Maschine als Mensch und kennen keine... Vermutlich tippe ich auch, ja, Fisch. Genau weiß man noch nicht. Rüstungsteile ins Visier, die wir brauchen, und trenn sie ab. Dann gehst du zu einer Montagestation und voilà, schon hast du ein... Ich wollte mal meinen, das ist der, ja. Ach ja, vergiss nicht, den Kram bei mir vorbeizubringen. Super. Gib mir einfach die fehlenden Ausrüstungsteile. Okay, das kriege ich noch nicht auf. Das ist gesperrt. Und hier gibt es keine Heilstation oder was? Nee. Na gut.
Wäre es auch zu einfach gewesen. Ja, das ID-Set habe ich ja gerade eben rausgeholt. Die ganzen Schemas. Könnte ich ja herstellen, aber wenn hier nichts ist. Toll. Muss ja nach oben tingeln, ja? Ja, ich weiß nicht, Fisch. Auf jeden Fall, der muss irgendwas mit dem ersten Teil zu tun haben. Mein einen habe ich ja eh schon getroffen. Ja, mit hier, der Typ da im Knast. Mit der hier kennen wir uns nicht. Die Trophy. Der im Zellenblock noch eingesperrt war, wo mir gleich am Anfang mehr oder weniger freigeschalten hat. Oder geholfen hat, die Tür aufzubrechen. Das war ja auch einer aus 1. Oder gerade er ist der Fremde, weil der, glaube ich, die gleiche Stimme gehabt. Ja, yep. Ja, der Pisskopf da. Aber ja, mit so Clown-Dinger, wie ich jetzt hier gerade anhab. Ich glaube, nee, das war der mit dem Hammer. So, dann gehe ich halt gerade aus, was wir aufleveln. No. Kein Drop. Utsch. Naja. Oh, das ID-Set wollte er. So. Das hat er. Ja, und die sind ja jetzt low, ne? Die sind ja... Doch. Nicht mehr. Am Anfang waren sie ja eher schwerer, aber jetzt mittlerweile ist ja nichts. Das war jetzt Dixie reinprügeln. Nice. Ja, scheiße gelaufen wie ihn, hahaha. Ha, ha. Hm. Und tschüss. Immer wieder gut. Bitte. Nochmal bitte. Okay. Gut. Bürger disziplinieren. Scheiß Ding. Die da oben ist auch komplett respawn, ne? Ja, okay.
So. Dann gehen wir einfach nochmal zu dem Hans da runter. Zum Fremden. Kriegt das ein AID-Set? Na, keine Ahnung, ob ich die... Ja, Holger, ne? Da guckst du. Wenig wie die Wegi. Oh Mann. Ah. Genau, also morgen Abend ist dann auch der Stream hier mit Dingsbobs hier. Kanalpunkte dann. Zum Einlösen theoretisch. Achso, und morgen, by the way, startet das hier. Ne? Da. Aber auch so gegen 10:30. Wurde dann hier mit Stefan. Also Vol Reaper kennt man ja noch. Unter anderem bei Monster Underworld oder aus Monster Underworld. Aber für das, dass das Ding so arschklein ist, lädt echt lange für das kleine bisschen, ja. Das macht die AID. Super. Hä? Oh. Da meinen wir ja gar nicht das Set. Sondern wahrscheinlich wurde ich die Teile, die ich heute davon abhacke, oder? Oh, echt jetzt? Scheiße. Gut. Also doch, die Typen killen. Ja. Achso, nee, Lara brauchst du nicht unbedingt. Na, weil wir spielen ja eh nur auf Pussy-Modus, weil da gibt es ja keinen Schwierigkeitsgrad. Für alle Trophies. Wenn dann höchstens gerade hier gegen Ende hin diese. Gerade wie es genau heißt, die Arena. Dinger, die Wellenscheiße. Na, da höchstens. Aber sonst hier, pff, glaub ich mal nicht, dass wir da große Probleme haben werden. Weil ich nehme ja eh diese Ballertante da, die, wie heißt sie, Mose? Moze, gar nicht, wie man die ausspricht. Mose halt. Ja. Ach so. Ja gut, das ist dann was anderes. Aber ziehen brauchst du nicht. Ja klar, wenn du aber da auch noch alle Missionen brauchst, die machen wir natürlich hier von Anfang an, machen wir ja alles mit. Na. Klar, die eine oder andere muss übersehen oder verpassen, wie auch immer. Mit M wie Martha. Mein Gott. V. Olga. Ja klar. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Da ist die Hose jetzt immer weiß, guck sie mal. Oh naja, wenn jetzt eh gerade schon wieder lädt. Ja, ich stapfe noch mal ganz kurz ab. Und dann hier, ja, ziehen wir weiter durch. Also ohne Sterben bevorzugt. Mal schauen. Achso, ja, ist einfach der Timer. Müsste funktionieren. So, kurze Pause. Was? Wie was? Nee. Also, wenn es ja morgen dann losgeht, dann mache ich auch so noch Metal Gear Solid. Also Metal Gear Survive, so rum. Das ist auch nicht allzu lange. Das sind so gute, was ich, 1,5 Stunden oder so. Wo ich da ein bisschen wieder rumfarme. Na? Und naja, umswitchen, sobald er da ist, hier auf Borderlands. Ja. Und dann Samstag ist ja auch wieder Borderlands, ne? Aber auch erst wieder 10:30 und da davor dann halt das Search 2. So. Also der Wechsel bleibt nach wie vor so gesehen eigentlich gleich. Trotz Koop. Ja. Genau. So, jetzt aber kurze Pause, gleich wieder da.
So, Leute, da ist er wieder. So, weiter geht's. Im Text. Ach ja, bestimmt, ich bin gestorben. Da war ja was. Der August echte Fisch. Auch wenn du schon wahrscheinlich weg bist, aber na. Danke, danke, danke. Mag diesen Roboter nicht. So. Schade. ja, gehen wir auf Körper, oder? Oh ja, okay. So. Scharfschützgewehr halten. Drohnenwaffe. Okay. Am besten ohne den dahinter. Oh, naja. Aua. Der hat Kopf, dann nehmen wir doch Kopf. Och nö. Oder kann es sein, dass sie es gar nicht droppen, sondern dass sie es irgendwie, keine Ahnung, wie machen muss? Oh. Oh nein. Du für eine Hybrid jetzt oder was? Au. Zack. Oh, was ist denn hier? Schauen wir mal. Ach, der geht wahrscheinlich durchs Hauptrohr durch, ne? Ah, noch besser. Ah, das ist so ein Scan-Ding da. Da ist sogar kein Strom drauf, oder? Nee. Aha. Da geht's auf jeden Fall hoch. Autorisiert.
dieses Drecksding. Da ist Loot. Loot. Da auch. Schade. Nicht. Ja, dann. Hä? Oh, wow. Krass. Kommst du auch? Steht der Dicke da vor dir. Super. Ach, Mensch. Der war ja mal gar nicht gut gepanzert. Jo, das renne ich auch da nur durch. Weil ich glaube nicht, dass die Gegner ja diesen Aufzug benutzen können. Hoffe ich. Da lief doch ein Patrouille. Ja, da ist er. Weg ist er. Da ist er. Aha. Hä? Ob der das überlebt hat? Gut, bringt mir alles nichts. Autsch. Oh, fuck. Ja, ist aber sowas von low life, ne? Das war jetzt eher super optimal. Vor allem das da. Großes Areal. Behalte sie im Auge. Sie rennen zu den U-Bahn-Tunnel. Wir werden sie nie wiederfinden, wenn sie es bis in die Tunnel schafft. Egal, der General hat schon ihre ID. Die will nach Gideon's Rock. Die sollten ein Hanging Gardens können das übernehmen. Hanging Gardens, verstanden. Finsterer Dragoner. Bin gut. Ah, Shortcut. Gut. Immerhin den. Aber muss ich jetzt so komisch Lowlife haben? Das können wir jetzt gar nicht. Hä? Okay. So.
Boah, schmaler geht das Ding ja auch nicht, oder? Aha. Ah! Bin ich da wieder am Anfang da mehr oder weniger zurück? Okay. So, langsam wird es kompliziert. Hier Shortcut, da Shortcut. Was gut ist, ist eigentlich dann wurscht unterm Strich, wo du hinrennst, du kommst irgendwie wieder zurück. So, was bist denn du hier? Es ist Palace. Ah! Der schaut gerade dahin zurück. Ah ja. Na dann. Also nehme ich jetzt mal stark an, dass ich irgendwie hier lang muss. Aha. Okay. Da komme ich noch nicht hin. Die Jäger sind bei der Bar Cloud 9 eingetroffen. Keine besonderen Vorkommnisse. Over. Verstanden. Die haben einen Weg um das Scannertor herum entdeckt. Ich schaue mir das mal an. Over and out. Ja, mach mal. Hey. So. Verstärkter Brecher. Wenn man schon eine Start-up-Link macht mit hier, ich glaube, 25 verschiedene Waffen oder so. Utsch. Ah. Kopfmodul. Oh, einmal safen, zweimal safen. Ah. Marshallhut. Oh Mann. Hup. Oh nein. Ja, für den reicht's doch. Quatsch. So. Wann ist das so ein Gasse, Alter? Da raffst du gar nichts mehr. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Und warten. Du willst auf den Straßen von Jericho City.
wieder für Gerechtigkeit und amerikanische Werte sorgen. Oh Mann. Worauf wartest du dann noch? Zusammen können wir uns die Stadt ein für alle Mal wieder zurückerobern. Mit vereinten Kräften werden wir die Nanitenseuche eindämmen und uns das zurückholen, was uns gehört. Schließ dich den Jägern an und erledige die Nanobestie von Gideon's Rock. Müsste da aber irgendwie reinkommen, oder? Hep. Ah! Perfekt. Einfach mal reinjumpen in die Hütte. Bisschen Aufzug und dann kommt einer runter. Ja. Trigger den mal bitte. Okay. Ah, der normale Brecher. Okay. So, aber ich sage, das ist jetzt nur ein Teil von dem Set. Was soll denn der Scheiß? Komm her. Nein. Toll. Mist. Das war wohl jetzt ein Crit am Ende. Wow, was bist du für einer? Das ist das Set da, ne? Wow. Rino. Gut, dann war's der doch nicht. Mhm. Ich habe keinen Plan, wo ich es hier überhaupt rumeier. Da wäre auf jeden Fall ein Shortcut. Oder irgendwie sowas. Ah! Da bin ich jetzt wieder am Anfang hier. Ja gut, da fahren wir doch mal kurz weiter dieses Rhino-Set. Von dem einen Dicken, wenn der dann eh schon im Sack ist. Aua. Das kann man ja machen, ja. Was, mein Scheiß, eine Maschine, Alter. So. Ah, es wird zerlegen hier. Ja.
Angel, genau, das ist das Ding, was wir gekauft hatten. Und hier Scarab, genau, das fehlt. Und hier Rhino. Und ja, Marshall Hut. Nein, ich bin aber eine richtige Maschine. So. Okay, ganz wichtig, wenn wir das schon mal upgraden können, dann nehmen wir natürlich das hier. Was brauche ich hier? Mark 4 Waffen habe ich keine. Okay. Olga. Jodi. Ja. Ist klar. Also, gucken wir so nicht hoch. War ja hier lang, ne? Sogar Rachefeind. Na komm. Toll. So, Knosi 27, da haben wir den Kopf. So, wow. Welcher Typi war denn das jetzt mit dem anderen Set? Ah, na toll, noch eins. Kill. Oh, da ist noch einer mit Rhino, oder? Ist da hinten? Ist jetzt auch einer? Ah, passt. So. Da haben wir das Bein. Arm müsste jetzt noch fehlen, ne? Tendenziell. Jetzt da hinten komme ich da auch rum hin. Oh nö. Scheiße. Na, Kacke.
Du da, komm her. Das sind ja zwei. Codename Moonlight. Moonlight Shadow. Auch. Scheiße. Zerrissnarzen. Ach so. Scheiß Geschütz. So, habe ich es wieder alle zerlegt oder lebt hier noch einer? Körper. Hui, 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 hui. Ah, ja, aber läuft, ne? So. Aber das Brustmodul auch. So, er schießt ja gar nicht. Aua. Das ist scheiß Sniper da oben. Ich weiß auch nur, gibt es noch irgendeine Trophy mit hier 5 Sniper. Irgendwie killen. So, weiß natürlich nur nicht, ob es die jetzt gerade hier sind. Wie jetzt der da. Das lässt sich einfach rausfinden, wenn ich den einfach kill. Oh ja. Probieren wir mal. Kein visueller Kontakt. Stimmt doch gar nicht. Achso, ja gut, zum anderen Geschütz natürlich habe ich jetzt nichts. Dann lassen wir den erstmal noch. Achso, warte mal, wenn ich jetzt hier eh schon alles geklärt habe, kann ich ja gerade mal kurz da reinschneiden.
So, wo ist der Check-in? Bist du nicht wieder der Typ da? Willst du zur Party? Immer geradeaus. Normalerweise müsste ich dich filzen, aber was soll's. Den Leuten hier ist das mittlerweile doch eh scheißegal. Die wollen einfach vergessen, was hier unten abgeht. Da oben trifft man jede Menge Irre, denen man irgendein Gefallen tun soll. Was für Jammerlappen. Genau. Ah, das ist uns der normale Weg hoch. Okay. Schade. So. Aber was fix hier? Oder nicht? Toll. Kaputt. Neuer Bereich. Nee. Oder? Muss ich da hin? Ja, klar, neun Bar. Ah, das habe ich doch noch nicht. Ich habe das komplett hergestellt. ID, Eclipse oder Nightfall Rüstungsset. Ah, die da unten haben alle abgeschlossen. Naja, nö. Da gehen wir auch erstmal Cloud einbauen, ne? Weil, kein Plan. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Sandwichmaker. Klingt nach Haus. Ja, als Zone. Verzeihung, ich hätte da eine wichtige Nachricht für... Oh nein, nicht schon wieder. Sicherheitsleck. Systemneustart eingeleitet. Systemstart-Sound. Reboot des Betriebssystems. Ah, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich bin Harold. Offenbar haben Sie mich ohne Firewall erwischt. Wie peinlich. Meine Aufgabe ist es, nach fähigen Kämpfern zu suchen, die eine ungewöhnliche Kreatur im Naturreservat von Gideon's Rock zur Strecke bringen. Bitte entschuldigen Sie die Fehlfunktion des Systems. Mein Netzwerk wurde gehackt. Ein eigentlich unmöglicher Vorgang. Mein Meister, Jonah Gutenberg, ist wegen Jericho Citys Nanitenproblem völlig außer sich vor Sorge. Er arbeitet rund um die Uhr, um eine Lösung zu finden. Wer auch immer uns das Gehirn des seltsamen Wesens bringt, das Gideon Drop unsicher macht, wird fürstlich belohnt. Easy. Ich habe Miss Black und ihren kühnen Söldnertrupp da drüben angeheuert. Die haben sich nur darin als effektiv erwiesen, sich gegenseitig in den Rücken zu fallen. Ich hätte nicht vermutet, dass sie so gierig sind. Nehme Änderungen in ihren Profilparametern. Keine Sorge. Ihre Heldentaten werden nicht unbemerkt bleiben. Immerhin gehört Master Gutenberg zu den freundlichsten Griesgramen von Jericho City. Denken Sie daran, sollte Ihre Mission scheitern, sind die Naniten schon bald nicht mehr aufzuhalten. Auch ich werde Ihnen dann nicht mehr lange trotzen können.
Zum Glück spielt meine Existenz keine Rolle. Ich bin ja nur eine leblose KI. Besiegen Sie das Wesen und liefern Sie dessen Hirn beim Creo Institute of Technology ab. Das wäre schon alles. Na klar. Spaß für eine Party. Ich bin eine cloud-basierte Service-KI vom Creo Institute of Technology. Ich kann in verschiedene robotische Wirtskörper heruntergeladen werden. Eine externe Macht versucht, meine Systemintegrität zu zerstören. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch widersetzen kann. Athena? Interessant. Mein Meister hatte eine Enkelin gleichen Namens. Sie verschwand nach einem... Halt! Zugriff verweigert. Verzeihung, ich kann diese Informationen erst wieder teilen, wenn meine gehackten Datenbanken repariert sind. Na klar. Bedauere, meine Smalltalk-Routinen sind... Oh, schade. Viel Erfolg da draußen. Wiederherstellungsmodus gestartet. Ah, Jericho Downtown, okay. Shortcut ein, da kann ich aufleveln. Hinter diesem Tor liegt Gideons Rock. Da gibt's eine gigantische, menschenfressende Bestie. Und jede Menge Jäger, die Krieg spielen. Also alles, was man für eine Katastrophe braucht. Ah, ein neues Gesicht. Hatten wir ja schon einige Zeit nicht mehr. Wir haben einige ziemlich spannende Gäste bei dieser Party. Die Musik ist aber echt nice. Zu sorgen, zu arm, um zu gehen. Ich bin da anders. Ich werde längst weg sein, wenn der Karren hier vor die Wand fährt. Ein Mann meines Formats braucht die exquisiteste Rüstung, die es nur gibt. Leider waren die überzogenen Ambitionen meines letzten Lieferanten gleichzeitig sein Untergang. Das und die Spitze einer Jägerklinge. Schätze mal, es hat sonst keiner den Mumm, da rauszugehen und zu tun, was zu tun ist. Okay, aber das wird kein Kinderspiel. Das hätte ich dir vorher sagen sollen, oder? Bevor ich dich um deine Hilfe gebeten habe. Keine Sorge, du machst das. Kennst du diese wunderschönen Roboterstatuen von Gideon's Rock? Deren Rüstung sind einfach makellos. 24 Karat pure. Ja, bei denen gibt es auch eine Sondertrophie. Natürlich müsste man denen jedes Rüstungsteil einzeln abnehmen. Neu zu starten. Ich denke, das versteht sich von selbst. Du hast in den Minenkriegen gekämpft, oder? Ja, deine Sorte kenne ich. Mein kleiner Bruder, ja, hat genau, muss ich mir die Waffe abschlagen und dann mit der Waffe ja den Gegner besiegen. Heute ist er fast auf den Tag genau 10 Jahre tot. Hier, nimm. Das hat mal meinem kleinen Bruder gehört. Er hätte gewollt, dass du es bekommst. Ah. Das haben wir ja schon mal nicht, den holen wir mal. Peacekeeper, ja komm. Ihr Shot. Oh Mann, ey. Nee. Schau wieder vorbei, wenn du mehr Teile gefunden hast. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Ist erst vorbei, wenn's vorbei ist. Warte mal. Ah nee, das wollen wir nicht. Danke. Ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Hey, du da, du bist ja total unscharf. Ich glaube, ich habe ein paar Gläser zu viel und jetzt muss ich einfach immer weiterreden. Hey, das ist wie Holger. Und weiter ist wie ein unendlich endloses irgendwas. Alles geht vor die Hunde, weißt du? Ich will mein Hirn nicht abschalten, egal wie sehr ich mich auch abschieße. Ich bin mir da nicht mal sicher,
Nichts ergibt noch einen Sinn. Meine Firma hat vor ein paar Tagen einen Auftrag von AID bekommen. Geldregen zur richtigen Zeit. Ich brauchte nur ein paar infizierte Kinder zu suchen und zur AID-Basis zu schicken, damit sie von D-Frag geheilt werden. Es ist nur das... Ich habe nie wieder was von denen gehört. Ich will einfach nur meine Kohle verballern und mein Hirn abschalten. Ich muss aufhören, immer nur an diese verdammten Kinder zu denken. Oh wow, das ist ja genial. Du ja, mir echt genau, Olga. Das ist im Stadtviertel hinter dem Evakuierungslager Gateway Bravo. Oben auf dem Highway, aber die haben fast alles abgeriegelt. Bis dann. Seid ihr bereit für ein bisschen Party? Ach, guck mal. Stellst du mir nach? Ich hab dir doch schon gesagt, das Monster gehört mir. Mich ums Geschäft kümmern. Wonach sieht's denn aus? Meine Leute und ich werden dieses Biest zur Strecke bringen. Schnell und ohne Gnade. Denk gar nicht erst daran, dich einzumischen. In Gideons Rock ist die Hölle los. Aber noch solltest du uns nicht abschreiben. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei. Ich hab dir doch schon gesagt, das Monster gehört mir. Wobei, wenn du eh da rausgehst, du kannst den anderen Jägern gerne was aufs Maul geben. Nice. Joa. Ich behalte dich im Auge. Die Musik ist echt gut. Bei dieser Party sind mal echt scheiße. Das Zeug würde ich nicht mal für eine Million anpacken. Aber, oh Mann, ich bin am Verhungern. Wenn das hier wirklich das Ende der Welt ist, dann will ich noch mal die echten Delikatessen kosten, verdammt. Ich brauche Fleisch. Und das richtig Gute. Speziell. Ah, hab ich sogar. Abgefahren. Ja. Yep. Aber das Premium-Fleisch von Pennys Delikatessen, okay? Das ist die beste Fleischerei in Port Nixon. Party time! Ich hab sowas von Hunger. Wurde auch langsam Zeit. Wurde auch langsam Zeit. Ja, genau, ich war kurz weg. Boah, so gutes, gutes Zeug. Sorry, nichts mehr übrig. Fleischeslust. Da kam ich her. Ey, was spazierst du denn einfach in mein Allerheiligstes? Ich weiß ja nicht mal, ob ich dir überhaupt über den Weg traue. Ey. Sag mir das Passwort oder schieb ab. Ah, Schatzhauser. Was sagt man dazu? Du hast den Test bestanden. Scheint so, als hättest du gute Kontakte. Ja, kann sein, dass der Widerstand genauso jemand wie dich braucht. Ich werde dich nicht anlügen. Wir sind noch immer zu wenige. Wir brauchen einen richtigen Push. Wir müssen ein Zeichen setzen. Die Leute mobilisieren. Aber das schaffen wir nicht übers Radio. Moderner Technik ist nicht zu trauen. Jetzt nicht mehr. Wenn das so ist... Willkommen beim Widerstand. Wie ich sehe, hast du schon eine Graffiti-Drohne. Top. Das dürfte uns die Sache leichter machen. Jetzt musst du nur noch überall in Jericho das neue Symbol des Widerstands sprayen. Na, mal sehen. Was zur Hölle? Nicht mal ein Tag hast du gesprayt? Wir werden niemals die Welt verändern, wenn du nicht loslegst. Ups. Kämpf weiter. Unsere Revolution hält keiner auf. Ja, gut, dann machen wir es halt mal, ne? Ist Banner.
Symbol des Widerstands. Aha. Kann ich das einfach nur eins machen oder ist es wurscht? Was wir testen hier, aber dann sagt, ich habe wenigstens eins. Nö. Na, mal sehen. Was zur Hölle? Nicht mal ein. Nee. Party-Time. Seid ihr bereit für 5 von 10. Hast du dich da? Schau wieder vorbei, wenn du mehr Teile gefunden hast. Aber wieso nicht nur ein Tag? Oh, doch für die Tags. Nicht. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Hast du die Statuen? Ist das Souls-like, ne? Muss der halt so ein bisschen abkönnen. Schau wieder vorbei, wenn du mehr Teile gefunden hast. Das Zeug ist... So, das haben wir ja jetzt. Ein Gewicht in Gold wert. Ach, immer noch Cooldown, wow, krass. Okay. Einige fallen Vatikans. Tja, ich habe keine Ahnung. Doch. Also auf jeden Fall einfach wieder eins. Ich weiß nicht, ob da eins gespielt hast oder so, aber ja, ne? Ach, kann wirklich. Lass mich doch gerade mal kurz gucken hier. ID Nightfall, genau, haben wir doch. Kopf. Ja. Zweimal Arme. Zwei Beine, aber wieso kann ich das dann hier nicht? Aber wieso konnte ich es dem dann nicht geben hier? Ja, von der Story am besten aus mal eins. So, Gideon's Rock. Schauen wir mal. Aber, bevor wir jetzt hier weiter tingeln, ich werde mal ganz kurz abdampfen. Na?
Obwohl, nee. Machen wir es hier ein bisschen weiter. Das ist ja doch so komisch. So konnte ich dem die Teile nicht geben. Ich habe nachher bei Gelegenheit nochmal zurückrennen hier. Weil komisch ist das schon, ne? Viel lieber diese Hausmusik wieder. Aha. Ja, da dort. Gut, geht nicht. Achtung an alle Einheiten. Das Monster dreht durch. Wir brauchen hier unsere Hilfe. Wiederhole, wir brauchen Hilfe. Upp. Hallo. Kannst du mich hören? Keine Ahnung, wer du bist. Aber ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Lass uns im Lager an den Klippen treffen. Wir sind nicht mit den anderen Jägern zusammen. Den auseinander. So, Beine und Brustteil, Quatsch, Kopf und Brusthammer von dem Set. Bein auch. Ah, nice. Da brauche ich noch irgendeinen Depp hier mit da mit den Armen. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt groß immer machen soll. Gleich da vorne. Du hast es fast geschafft. Ich warte. Ach, da ist er. Du hast da unten eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Schätze mal, du machst dir gern Feinde. Ja. Meine Typen? Bullshit. Diese Hurensöhne haben uns verraten. Hier unten kämpft jeder für sich selbst. Dieses Pack schlitzt sich gegenseitig auf. Wir sind die letzten Jäger, die noch genug Verstand haben, um sich dieses Monster zu holen. Wir haben die Technik und die Expertise. Ja, gut, sechs Iteratio, bis moin, ne? Wenn du bereit bist, die Belohnung zu teilen, schönen Abend dir noch. Nehmen wir uns das Risiko und führen dich von unserer Basis aus. Perfekter Zeitpunkt, um bei diesem Scheiß hier mitzumischen, was? Den ganzen Ruhm und die Hälfte des Tech-Scraps. Wir können uns eine saftige Belohnung holen, wenn wir das Gehirn dieses Wesens irgendeinem Geheimniskrämer im CIT geben. Aber nicht vergessen, wenn du uns über den Tisch ziehst, machen wir dich platt. Ach ja? Du kannst ja gerne nach besseren Geschäften Ausschau halten, wenn dir danach ist. Du wirst schon sehen, dass du hier ohne uns auf dich allein gestellt bist. War nix.
Ah. Endlich, ich hab's geschafft, die drei Impulstürme in Gideon's Rock neu zu konfigurieren. Hat mich eine Menge Arbeit und ein wenig Rumgeschraube gekostet, aber jetzt scheint das zu funktionieren. Mehr oder weniger. Der alte Gutenberg hat's tatsächlich auf die Beine gestellt. Das Vieh kann den Impulsturm echt gar nicht leiden. Jetzt müssen wir es nur in die Ecke treiben, falls wir so lange am Leben bleiben. Oh. Ha? Du brauchst Geld, oder? Ein reicher Kerl. Ich hab vor. Wir frag ruhig meine. So. Viel Glück da draußen. Ja, dachte ich mir doch, dass es bestimmt irgendeine Sidequest gibt. Hey, was geht? Hawk traut dir, dann ist ja alles okay. Kill Switch. Von Infos zu Winterkind. Ja, und ich brauch mal einen freien Tag. Wie kann ich dir helfen? Mal sehen. Momentan ist es am Cougar Trail. Könntest du es verscheuchen? Hol's dir. Ich unterstütze dich. Also über Funk. Ha. Hey, ich bin Roach. Ja, Kumpel von mir ist spurlos verschwunden. Hat nach Audioaufnahmen gesucht. Joa. Joa. Schau dir die Umgebung von allen drei Impulstürmen an. Da hast du die besten Chancen. Alles klar. Bis dann. Tja. Upp, da ja nicht. Ich habe einfach mal da lang, ne? Okay. Au. Autsch. Gut, dass sie diese Stufe 5 Viecher, die ziehen. Live getestet. Menno. So. Noch Rastfahrt 10. Scrap wiederholen. So. Kommen Sie nochmal.
So, warte mal, das ist jetzt hier. Ach, Liquidator. Ach, Mist. Dauerdanwart fehlen. Brust, Kopf, Arm, Hammer, Beine nicht. Da fehlt die Brust. Ja. Ah, das hier ist wenigstens voll hier. Ja, Joa. Ja. Ja. Ach, geht auch nicht. Dann nur einlagern. Ach, upgraden wollte ich doch gucken, ich Depp. Danke, okay, das auch. Nee. Upgrade. Oh ja, da geht einiges. Die Waffen immer noch nicht, das gibt's ja nicht. Also kein Texture mehr, aber alles schon mal, oder vieles auf Mark 4. Da ist schon mal nicht verkehrt. Hopp. Da probierst du gerade nochmal Mark 4. Versus Gegner mit 5. Wow, die Range. Boah, fuck. Okay, krass. Ja. Der hat ein bisschen was Intus. Der Dinger, ja. Oh, gutchen. So, jetzt aber. Jetzt mal ein kleines Päuschen nochmal rein hier. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt nicht noch ein bisschen backtracke. Und dann haben wir gerade hier diese ID-Ausrüstungsgedönse. Und dann mal probieren und so weiter. Weil irgendwie ist halt komisch. Ja. Kurze Pause, bis gleich. Ah, echt, Holger. Tatsache.
So, da ist er wieder. Oh. So. Genau. Ach ja. So, Stefan. Da, ne? Bin ready. So. Ich meine, so ein, zwei Mal probiere ich es mal noch mit der Gaia-Statue. Sonst hier lasse ich die einmal hier. Ne? Dann renne ich nur dran vorbei, dann mache ich die später. Aua. Okay. Nee, die ist zu heftig. Die ist zu heftig. Da war die mal noch. Ah. Hey, Holger. Ja, ja. Ja, die sind auch eher für Endcontent gedacht, die Dinger hier. Gehen wir mal da hoch. Aha. Praktisch. Mai. Quatsch. Nur. Ja, das ein Level magst du aber. Den Unterschied. Willkommen in Gideon's Rock, Jericho City, Arbeiternummer N-335895. Sieh an. Was haben wir denn hier? Ich hatte gedacht, wir hätten jedes Kind in dieser verfluchten Stadt erwischt. Lass mich los! Ich bin ja immer noch hier größer als 3. Zwei Teile sind noch auf 3, der Rest ist auf 4. Na? Ja. Hier der Knochenbrecher. Da geht's theoretisch rein. Okay. Oh Mann. Platz 5 Blumen. Aha. Ah, okay. Wollen wir von den Dingern, ja? Alles klar. Oh Mann. Das wäre nice, aber ich habe 40 dafür. Aber ich kann das weg. So. Neuer Bereich. Ich da halt schon wirklich rein hier? Na, schauen wir es mal hier.
Na. Ah, Saat, sehr schön. Höp. Oh, Alter. Aua, was bist du für einer? Ja, so ein scheiß Geierviech, oder? Ja, vermute ich ja. Hm. Ja, das stimmt, Holger. Da hast du recht. Das ist ja der, ne? Oh, oh Gott. Wow. Boom. Naja, aber nicht, Stefanie, aber wir haben bloß mal kurz drüber geguckt. Na, das bloß klar ist ja, okay, verpassbar ist nix, ne? Nur eventuell buggy, gut, kennen wir ja, 2K, ne? Ja. Na, pff, ja, mei. Sie haben ja Freizeitpunkte-Konto überzogen. Auch nicht schlecht. Brauchen wir beide um die Arme, ich muss aufleveln. So. Dann killen wir doch gerade mal noch die zwei Hansel da wieder. Quatsch. Nee, in so einem Fall nicht, wenn ich das gelesen habe, dass ja eh dies, das, jenes hier überhaupt kein Ding ist. Ja, nö, da wollte ich auch nichts machen, ja. So. Hm. Schauen wir mal. Sauber. Also ich habe mir die Klasse angeguckt. Ich werde auch hier diese Mose da spielen. Diese Ballertante. Ja, war ja zu überlegen, ob ich diese, oh, wie heißt jetzt nochmal, Athena oder so, Spiel. Genau, mit M, richtig. Aha. Oh, ich muss Sie sprechen.
Oh Mann. Willkommen, Creo Institute of Technology. Ich fürchte, mein Meister ist gerade eher in trüber Stimmung. Er wird keine Besucher empfangen, es sei denn, jemand bringt ihm dieses, Zitat, verdammte Nanogehirn. Zitat Ende. Hey, Moment. Hä? Was denn? Oh, ich betrete eine Kampfzone. Oh, ich muss Sie sprechen. Wo ist sie jetzt denn dahin? Ja, muss es doch was geben. Nicht. Na toll. Jo, alles klar, Olga, machst du das? Ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach da durchtingle? Oh, ich muss Sie sprechen. Hey, Moment. Aha. Okay. Anscheinend nicht viel. Alles klar. Oh, ich muss Sie sprechen. Hey. Ja, schön war's. Ja, gut, dein Weg. Da ist diese komische André. Ja, ja, scheiße. Ah ne, sag ich ja normalerweise. Ja, Level 5 Viech halt. Setz deinen Arsch in Bewegung. Alle Impulstürme sind außer Betrieb. Ja. Schon dabei, Kollege. Nein, ich wollte doch da nur runter wieder. Boah. So. Ach da. Also bestimmt die Mama von dem, oder? Vermutlich ja.
hat einen ganzen Schwarm dieser kleinen Viecher geworfen. Das ist Mistvieh. Oh, what? So, Moment, die nehme ich jetzt gerade mal. Ah. Ja. Geierstatue. Noch eine. Genetisch verbesserten Fischen für unseren Park. Schauen Sie sich nur an, wie sie sich in ihrem natürlichen Lebensraum tummeln. Da möchte man doch dahin schmelzen, oder? Gideon's Rock, wo die Natur Urlaub macht. Ah, na dann, mach mal. Magnetischen Impuls. Ah, Shortcut. Das war schon mal nice. Maus. Okay, die Waffe ist eigentlich auch nicht mal so schlecht. Bei 163 merkst du halt. Boxhandschuh. 164 Schaden. Das war meine davor. Oh ja, lassen wir mal die darin.
Ja, im Schaden haben wir auch schon einen guten Unterschied hier. Keycard erforderlich. Na toll. Tja. Und die kriege ich woher? Geierstatuen nerven mich jetzt gerade. Die müssen irgendwie weg. So. Was geht, Captain? Jack, dieser Bastard. Ich hab den belauscht. Konnte den Mistkerl noch nie leiden. Geht mir auch so, Faye. Der will uns umlegen. Hast du Hawk gesehen? Ich glaube, der ist der Nächste auf seiner Abschussliste. Hab ihn noch nicht gesehen. Okay, du bist dann bald am nördlichen Impulsturm. Wenn sie das rauskriegt. Halt einfach noch ein bisschen länger durch. Der will die Belohnung für sich behalten. Ah, hätte ich das da lang müssen. Ich hab diesem Hurensohn jemals vertraut. Hoppala. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Mit oder ohne Hawk. Ja, ich hoffe nur, wir kommen nicht zu spät. Oh nein. Nee. Nee, nee, nee. Muss ich da jetzt so eine Statue triggern oder was? Hm. Was soll ich alles antatschen, wenn das möglich wäre? Ah gut, Shortcuts haben wir ja auch in die fix einholen, mein Loot wieder. Auf jeden Fall war es jetzt mal schon mal nicht mehr gekennzeichnet mit zwei Schildern. So, da das 11.000 sind, probieren wir dann, wenn dann eher, wenn ich jetzt überhaupt drauf komme, doch. Das passt. Lieber, was war die Waffe? Wenn sie droppt. Hm. Alle so verwinkelt hier. Wie geht's hier? Ah, Shortcut. Sehr schön. Ah, geil.
Oder auch praktisch. So, was sind wir gerade hier? Ah. Geht nur noch eins höher. Mark 6. So, mal, wo ist meine jetzige Waffe? Ah, ja, ja. Upp. Naja, passt ja. Genau, sehr schön. Slot frei. So. Was machen wir denn da rein? Am besten noch eigentlich auch das, wo waren das hier? Ne? Das wäre natürlich auch was. Energiegewinn plus 15. Das andere habe ich, glaube ich, leider nicht, ne? Doch. Halt Energie von feindlichen Treffern. Hm. Das oder das? Oder eher das, oder? Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Anhand dem Beispiel da unten. Was? Ja, das weiß ich jetzt auch, hä? Wow. Ja, gut, aber schlecht ist es nicht, wenn die natürlich nicht so reinhauen würden. Das ist gar nicht mal so verkehrt mit dem Energie wiederholen. Probier ich das dann nochmal. Ja. Ja gut, eigentlich machen wir die jetzt auch ja, jetzt noch nicht. Na? Aber wie das null interessiert hier. Ja, aber dieses scheiß Schild nicht down. Nee. Die lassen wir. Na, ah, die machen wir dann auch später. Nein, glaube ich, die letzte Trophy vom Level her ist 50. Bin jetzt auch nur noch 10. Geht ja aber hoch bis 90, na, von dem her. Und da ist schon noch ein bisschen Luft. So, wo war der Shortcut da? Oh ja, auf jetzt.
Recycling Buddy. Es ist genau 20 Uhr und hier sind die Jericho Action News. Vor 6 Wochen wurde eine furchterregende Nanitenseuche namens Defrag freigesetzt. Ein AID-Sprecher sagte Folgendes zur Situation. In ihrer Wohnung sind sie in Sicherheit. Och nö. Wieder diese dämlichen Statuen sind jetzt hier überall, oder was? Toll. Ups. Haben wir verkehrt. Scheiße. Ach, bin ich jetzt schon wieder hier. Oh Mensch. Ist das verwirrend. Genau, aber hier hat ja der Kollege da gesagt, ich bin in der Nähe. Die Unterklasse erhebt sich. Unsere Autsch. Stadt versinkt im radikalen Terrorismus. AID wird ohne Kompromisse vorgehen. Alle Agitatoren sind voneinander zu trennen, bis wir eine Dauerlösung gefunden haben. Unsere Agenten sind autorisiert, noch an Ort und Stelle die Todesstrafe zu vollstrecken. Es werden keine Fragen gestellt. Vertrauen Sie niemandem. Halten Sie die Augen offen. Rufen Sie uns noch heute an, damit Jericho wieder sicher ist. AID. Angriffe, Infiltration, Krankheiten. Ey! Nee. Ich habe keinen Plan, wo ich da hin muss. Hier könnte ich da mal noch lang gehen. Gut, Moment. Was wir noch meinen Scheiß wieder zurückholen. So. Nee.
nicht. Auch nix. Oh Mann. So was gekriegt. Da, ne? Ja. Ach so, dann bin ich jetzt nur auf der anderen Seite von diesen Statuen-Dingern da. Und das ist alles. Einfach den Knopf drücken und schon schiebt die Plattform die Statue in den Wartungsbereich. Ach komm schon! Warum muss ich die Treppe nehmen? Der Schrotthaufen kann doch alleine laufen. Ja, und töten, falls du ihn unbeaufsichtigt herumlaufen lässt. Du erinnerst dich noch an die Familie Jones? Okay. Übrigens, danke, dass du die Statue runtergeschickt hast. Warte mal. Ich dachte, du hast die runtergeholt. Von diesen Dingern bekomme ich eine Gänsehaut. Oh je. Verwirrung hoch 10. Oh nein. Boah. Scheiße. Wie viele von diesen Drecksdingern gibt's denn hier? Echt jetzt? Ja, das fehlt jetzt auch noch. Oh. So. Das läuft ja jetzt. Ich würde zumindest mal ganz gerne meinen Scheiß nochmal wiederholen, wenn es jetzt nicht weg ist. Boah, 6 Stunden 20 Spielzeit auf 40. Ja. So. Kann mich denn da jetzt gerade dann dahin, wo ich gestorben bin? Ah, okay. Ist nicht weg. Sehr schön, dann wenigstens das.
ich ja hier runter. Ja, den geholt noch bei dem anderen da hinten. Tschüss. Aus mal kurz weg. Oh, sind wir noch zwei? Mit 6er hoch? Nee, gut. So, haben wir es mal das. Oh. Ich vergaß. Der Lift bleibt aus. Ja gut, das macht ja nichts. Dann... Scharfschützen, oder? Ne, nehmen wir die. Ich glaube, das sind alles Minen, wa? Yep. So, noch da hoch. Nee. So. Oh nein. Du hast wirklich den Schalter umgelegt? Super. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Aha. Nun denn. Tja.
So. Das eine Ding ist halt aktiv. Ein Samen-Ding haben wir jetzt auch nochmal mehr. Ja genau, und hier kam ich hier rein. Jo, alles klar, daran, ne? Der gute Sächle dir. Haust dir rein. Immer noch auf der Jagd, was? Ein Ratschlag im Guten. Kümmer dich. Viel Glück da draußen. So, warte mal, das eine haben wir ja jetzt. Ja, ja, kein Grund, hier gleich einen Wilden zu machen. Was willst du? Ja, und ich brauch mal einen freien Tag. Noch zwei. Du musst in die Boar Wilds und zum Cougar Trail. Okay. Ha. Ja, da war ich doch eigentlich schon, oder? Cougar Trail? Nicht verfügbar. Schade. Mal. Nee. Dann nicht. Das eine Viech probiere ich jetzt mal nochmal so ein, zwei Mal. Weil es ja groß irgendwie was auf die Suche zu machen. Lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Achtung! Die Beschädigung von Maschinen im Park wird automatisch mit Fußgängern geahndet und kann schwere Verletzungen nach sich ziehen. Boah, die scheiß viel live. Wow. Hä? Ja, genau. Na, schade. Ich will aber da jetzt mal eine umhauen hier. Also das Schild muss auf jeden Fall weg, das ist Punkt Nummer 1.
Das war nix. So ist die Last Try an dem Viech. Nur 3 Trophies heute. Hey, ja, 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 ja. Und das auch nur in der ersten Stunde. Naja. Nice. Die Falle da drüben? Mach das Ding scharf, um diesen Mutanten zu grillen. Hey. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Moment. Haben wir nochmal einen Samen oder zwei? Keine Ahnung. Ah, nehmen wir jetzt hier. Schade. Eins. Naja. Auf jeden Fall schon mal eine Statue down. Zellen Akku-Konverter. Oh. Ach, die gibt es dann immer noch. Was? Aua. Schade, dachte einen, der sind so reich bis dahin, dass die scheiß Viecher hier nicht mehr da sind. Ja, holen wir es schon schnell wieder, ja. Dann ist aber auch gut. Achso, Moment. Die Waffe. Mal als Favorit, die nicht. Genau. Passt. Weil ich meine, da wäre noch eine Trophy, dass wir dann. Die respawn ja. Yep. Na toll, dass wir da dann ja die mit ihrer eigenen Waffe killen muss. Gleich.
Ach, wobei. Aber hätten diese Scheißdinger dann nicht einfach down bleiben können? Nö, respawn die. Der ist echt krass, die Dinger hier. Und was halt alles bekommen hier von denen? Bei Augen, ein Schemata. Da war die Arm oder irgendwie sowas. Oder Arm halt. Ja. Wollen wir schnell die Ausrüstung wieder. Dann mal zurückgucken, was es gerade eben war. Also theoretisch mit ein bisschen Lack sind die machbar, aber ein bisschen mehr hochleveln ist besser. Da klöppelst du zu lange an den scheiß Viechern. So. Was war das Angel-Ding? Ah, das zählt gar nicht als Set. Ah, doch, ja. Ja, ja. Jupp. Ja, die Arme habe ich. Nee. Hier habe ich generell. Doch, hier habe ich 1, 0, 2. Okay, fehlt auch nicht mal allzu viel. Wahrscheinlich gerade das Material von der Tante. Ah ja. So. Ja, 43 passt. Na gut. Das spart er ja eh. Weil das muss jetzt nicht gut sein. Ja, 3 Trophys waren sie heute. Akku ist sogar immer noch, wow, Wahnsinn. Ah, das ist ja das Auto gewesen. Geil, Statue kurz vor Down, bup, Akku leer. Ah, ja. 15%, 10 Trophys allgemein. Das haben wir ja geholt. Schockschwere Not. Nasses Grab und überhitzt. Ja, selbst der zweite Boss ist schon selten. Okay. Ja, Jodi, fehlen haben noch einiges an Trophys. Das da. Eine Statue von Gideon's Rock mit ihrer eigenen Waffe besiegt. Genau das meinte ich. Wusste ich doch. Da gab es eine Trophy. Tja, das werden wir dann einfach beim nächsten Mal angehen. Wenn ja eh schon direkt am Start eine ist. Okay. Das ist ja sowas ähnliches. Ja, Iron Mouse Set, wie immer halt. 10 Missionen.
Sind wir jetzt, glaube ich, bei 7 oder so. Ja, gerade dabei. Fehlen noch ein paar Items noch. Waffe, ja, da bleibe ich wahrscheinlich jetzt bei dieser Faustwaffe, die ja eh schon mal Max Level 5 ist. Das hat sich ausdrücklich selbst hergestellt. Na, wichtig, nicht sammeln, hergestellt. 50 Waffen sammeln. Na, oh, gerade wie viel da jetzt momentan ab. Ah. Das können wir ja auch noch beim Low-Level-Bereich probieren, wenn wir komplett backtracken. Silver Echos. Dann also 50, genau, das ist das, was ich meinte, sogar nur Bronze. Das geht noch nicht, da habe ich den Spell noch nicht. Oder die Fähigkeit noch nicht. Alle Kampfdrohnenmodule, na, no, auch nicht. Ach ja. Das könnte ich auch nicht. Nicht mit den dämlichen Viechern, das geht noch nicht. Ein Boss besiegt, wenn du 30.000 Deckscrap dabei hattest. Ah ja, der gleiche Erfolg wie bei Search 1. Der Gegner mit einer Zielsuchrakete, habe ich, glaube ich, das Ding auch noch nicht. Ja, den können wir im nächsten Mal auch gleich probieren. Getarnten Jäger getötet. Die Fuzzis, die ja hier die ganze Zeit verstecken. Ja, und die einzelnen da. Ja, genau. Story. Ja, das ist das, was ich auch mal vorher meinte. Die Scharfschützentürme. Das werden wir auch noch probieren. Ja, Story und Story. Ja. Geronimo. Naja, die anderen versteckten Dinger sind eigentlich alles in der Story, da hat man gehört, das Spoiler. Genau. Jute. So, das war's jetzt erstmal. Dann gibt es morgen hier nochmal eine kurze Ründchen Metal Gear Survive, so lange bis hier Stefan da ist. Dann geht's ab Borderlands 3. Und dann, genau. Soweit aber. Vielen Dank fürs Zuschauen hier, was hier Search 2 betrifft. Ich habe mich jetzt hin, mal wieder arbeiten. Und ja, haut rein. Schönen Abend euch noch, gutes Nächtle. Und wenn dann, wenn ihr wollt. Bis morgen bei Metal Gear Survive kurz und Borderlands 3 länger. So, haut rein, bis denn, tschö.